okay, die machen das auch so, dann soll mir das recht sein. Ich finde es ganz gut, dass ich den jetzt auch schon zweimal getroffen habe, tatsächlich. Gut. Nicht schlecht. Vielleicht bin ich ja doch kein so schrecklicher Noob, wie ich befürchtet hatte. Naja, wer weiß. Hallo, hallo. Bei Gomme und ich würde gerne jetzt mit euch über ein kleines Thema reden. Nebenbei, ich bin mal gespannt, wie schnell ich dabei gekillt werde, wenn ich das mache, weil ja, super. Ich bin nämlich mir ist unklar, wie lange hier eine Schutzzeit dauert, muss ich ganz ehrlich sagen, ob es eine gibt oder wie es ausschaut. Ich sehe nämlich keine Anzeige, genau. Und es wurden schon Leute getötet, insofern scheint es doch keine Schutzzeit zu geben. Muss ich mich mal ganz schnell equippen. Ich bin nämlich angenommen worden bei einer Bewerbung bei Servan. Das hatte ich euch, glaube ich, noch erzählt, das letzte Mal, dass ich mich beworben habe, dass ich bei einer Art Runde mitmache, wo es so ähnlich zugeht wie bei Varo. Und da bin ich jetzt angenommen worden. Was heißt so ähnlich wie bei Varo? Das bedeutet in dem Fall, es geht eben um eine Survival-Runde, die man gemeinsam spielt. Und wo man dann eben gemeinsam in dem Fall auch tatsächlich über eine SG-Runde startet, so wie jetzt hier. Ah, shit, ich habe mich verlaufen anscheinend. Ganz, 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 ganz clever anscheinend, wie ich das gemacht habe hier. Ja, ich wollte nämlich wohl hier hin. Gibt es denn da überhaupt noch was? Nein, das nicht. Okay, und ja, ich verspreche mir da viel Spaß und Spannung, muss ich sagen. Wow, ich habe ein Glück, das gibt es eigentlich gar nicht, ne? Okay, wobei ein gutes Schwert wäre nicht verkehrt gewesen, tatsächlich. Hätte ich auch gerne, aber was kann man machen? Hahaha, habe ich mir den geschnappt? Da bin ich doch echt gut vorbeigekommen an dem. Wahnsinn, okay. Schau ich mal, der hat aber auch nichts mehr, was ich sonst noch brauchen kann. Doch, ein Steinschwert hat der gehabt. Sehr gut. Steinschwert. Dann schaue ich mal noch schnell, was ich sonst noch brauchen kann. Okay. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, ihr seht schon, unter Druck arbeite ich ganz besonders gut. Hust, hust. Und das könnte eben jetzt dann bei dem Varo-Projekt sehr, sehr spannend werden. Also das Varo-Projekt heißt Servan 2 in dem Fall. Und es geht darum, dass man gemeinsam mit einem Teampartner eben zusammen kämpft. Und in dem Fall wird es, glaube ich, deswegen recht lustig, weil ich habe als Teampartner den letztmaligen Gewinner bekommen. Ich hoffe mal, der ist damit nicht vollkommen unglücklich. ja, wir haben uns schon ein bisschen abgesprochen, was wir machen sollen und dass ich vielleicht auch noch ein bisschen üben möchte, weil ich halt einfach im PvP nicht so ganz der Champ bin, wie ihr sicherlich auch wisst. Und deswegen habe ich eben gedacht, das wäre doch vielleicht ganz gut. Wow, da geht's rein und da gibt es auch noch Sachen. Da habe ich aber echt nichts dagegen, muss ich jetzt sagen. Nicht schlecht. Ich hätte gerne, genau, dass ich da heil ankomme, das wäre auch gut gewesen. Ja, das hat mir fast nichts gebracht, aber doch die Schuhe. Sehr gut. Nein. Okay, ich darf da nicht auftauchen. Und jetzt geht's schon ins Deathmatch. Ich kann es kaum fassen. Ich, ausgerechnet, ich habe mich für ein Deathmatch qualifiziert. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht noch von hinten abgefarmt, während ich hier versuche, mein zusätzliches Equip, das ich nicht brauchen kann, loszuwerden. Okay, gut. Dann, soweit, so gut. Spannung, 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 Spannung. Ich bin super gespannt jetzt gerade. Und ich habe schon ein bisschen so dieses Servant-Feeling auch gerade tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, man will jetzt kein sinnloses Risiko mehr eingehen und man hofft einfach, es klappt irgendwie. Und genau das ist es. One versus one, sagt der andere. Ja, würde ich ja gerne. Ich habe aber keine Ahnung, wo der Kerle ist. Huh? Wir können gerne ins Deathmatch gehen. Ich habe mich aber jetzt auch noch irgendwie ausgerüstet. Insofern war das bestimmt auch nicht verkehrt, sag ich mal. Ja, cool. Da läuft er doch schon. Oh, der ist ein bisschen besser equipped, wie es ausschaut. Oh nein, es sind doch noch zwei Gegner, die ich hier habe. So, dann laufe ich auch mal davon. Wenn die das auch so machen, scheint das hier so eine lustige Partie im Kreis zu werden anscheinend. Okay, die machen das auch so. Dann soll mir das recht sein. Ich finde es übrigens gut, dass ich den jetzt auch schon zweimal getroffen habe, tatsächlich. Gut. Nicht schlecht.
Vielleicht bin ich ja doch kein so schrecklicher Noob, wie ich befürchtet hatte. Naja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Okay. Ich glaube, ich traue mich auch mal wieder nicht, mich umzudrehen, tatsächlich. Ah, aber denen geht es ja auch nicht besser als mir, sag ich mal. Die wollen auch nicht unbedingt, dass sie der andere abfarmt werden. Ach du Himmel! Okay. Gut. Das war knapp, würde ich sagen. Aber da kommt der andere. Jetzt muss ich halt draufgehen. Na, da kann man nichts machen, sag ich mal. Doch, doch, ich hätte was machen können. Na gut. Aber immerhin habe ich es bis ins Deathmatch geschafft. Ich habe jetzt auch gerade kapiert, was mein Fehler war. Ich hätte nämlich dringend nochmal gucken müssen, dass ich vorher regeneriere auch. Und in dem Fall muss ich sagen, das war ein bisschen blöd, dass ich mich dem da so zum Kampf gestellt habe, ohne vorher was zu essen. Weil dadurch hatte ich eigentlich relativ schlechte Chancen und ich hatte ja alle meine Pfeile schon verschossen, obwohl das glaube ich 19 Stück waren oder so. Und die falten es jetzt eben noch aus. Na gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und dann sehen wir uns bald wieder, hoffe ich, bei einer neuen Runde. In dem Fall dann wahrscheinlich nochmal Heroes of Hexit und die... Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Und mein Vanilla Survival, genau. Dann ist der Sorven-Start, da werde ich euch nochmal am Wochenende was anderes zeigen, weil den Sorven-Start, den gibt es dann nächsten Montag. Also Montag in einer Woche zu sehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und vielleicht einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Dann bis bald. Ciao.